Praxisbezug und Umsetzung in der Architektur kann man natürlich immer intellektuell, analytisch oder auch konzeptionell erklären. In diesem Ganzen ist der Mensch eine ganz wichtige Komponente. An der Hochschule Luzern haben wir hier ein Modul Persönlichkeitsentwicklung, wo wir zu diesen Themen uns vertieft mit den Studierenden auseinandersetzen, damit sie nachher in den Projekten, in den einzelnen Organisationen ihr Wissen optimal einbringen können.